Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VI. Heute haben wir den großen Ausbruch oder die große Flucht von der fliegenden Insel vor und dafür haben wir nur 6 Minuten Zeit und Zeit bleibt leider auch nicht stehen, während wir Sachen, also Charaktere ausrüsten oder umrüsten. Deswegen hier die Kurzfassung von Seles, also die Ausrüstung, so wie ich es hergezeigt habe. Ohrringe und Sprintschuhe und als S-Bahn im Werker Funkel. Wenn wir den Barrierering hätten, dann würden wir natürlich den Barrierering nehmen für Seles, weil das hilft uns später. So, und hier haben wir schon den ersten Zufallsgegner. Das ist auch die einzige Art von Zufallsgegner, der wir begegnen. Bei denen einfach auf Relm oder auf Stargo warten und dann Raspel zaubern. Natürlich nur, wenn man nicht vereist wird. Das tötet die Gegner in einem Aufwaschen relativ schnell und effizient. Und dadurch, dass man wenig Zeit hat, ist Effizienz hier ziemlich wichtig. Also Morgan und Seles brauchen nichts machen. Ihr solltet auch, wenn ihr euch am Anfang des Labyrinths hier fertig geheilt habt mit Seles. Natürlich mit Seles deswegen nehmen, weil sie nicht so wirklich viel Mana braucht. Entweder Morgan oder Seles, ist nicht so wichtig. Und dann solltet ihr genug KP haben, um durchzukommen hier. Auch durch die, also ich glaube, es sind 6 verschiedene Zufallskämpfe, glaube ich. Je nachdem, wie schnell ihr seid. Und dann kommt noch ein Zwischenboss, der es in dem Fall sogar ziemlich in sich hat. Also einfach Raspel zaubern. Das Schema F bleibt hier jetzt gleich. Ich schneide die Kämpfe nicht aus, die Folge wird sowieso nicht allzu lange, weil es passiert nicht mehr. Also es passiert einiges, aber es geht alles relativ schnell jetzt. Hier bei den fallenden Inselstücken sollte man sich nicht irgendwie beeindrucken lassen. Einfach weiterlaufen, also es passiert nicht wirklich viel. Es gibt nur eine Stelle, wo man wirklich aufpassen muss. Und das zeige ich jetzt eh gleich dann her. Also da haben sie ein bisschen Tricks reingebaut. Ja, und die Gegner heißen übrigens Ungezogen, also die heißen auf Englisch Naughty. Ich weiß nicht, ob wirklich mal das mit Ungezogen ganz gut übersetzt hat, aber egal. Ist das jetzt schon der dritte oder der vierte? Nein, schon der vierte Zufallskampf. Ja, übrigens, wichtig ist, wenn ihr den Barrierering nicht bei allen habt, dann ist es wichtig, dass ein Charakter entweder Mog, Seles oder Strago Karfunkel als S-Bau ausgerüstet hat. Das ist ziemlich wichtig, also so wichtig, dass man es eigentlich wirklich nehmen sollte. So, hier nicht rechts gehen zur Kiste, sondern unten rum. Und dann oben links zur Kiste, weil sonst, wenn man gleich Richtung Kiste schwenkt, dann hat man das Problem, dass der Boden runterfällt und man kann gar nicht mehr zur Kiste. Also da haben sie eine kleine Falle eingebaut. Und dann haben wir da rechts schon vorher so einen Glitzerfunken gesehen. Wenn wir zu den hinkommen, werde ich von allen Charakteren die Waffen runternehmen, also so, dass sie keine Waffen in der Hand haben. Das hat einen Grund, und zwar, wir werden das gleich sehen nachher. Ist noch der letzte Zwischengegner, nicht so wirklich tragisch. Hier rechts zu dem Funken, dann auf Ausrüsten, entfernen bei allen die Waffen weg und dann geht's auch schon los. Ich habe übrigens schon zwischendurch immer Savestates angelegt in einem Testrun, der quasi identisch abläuft, aber gut, das ist Nepara und bei dem können wir 2 neue Blaumagien für Strago lernen, und zwar erstens verurteilen, das zaubert er jetzt gleich. Und zweitens, Roulette zaubert er allerdings nur, wenn er 6 Mal getroffen wird von, ich glaube sogar, man muss ihn unbewaffnet treffen. Das heißt, ich habe deswegen alle Charaktere die Waffen abgenommen, damit ich mit allen quasi zuhauen kann. Also hier Mog das erste Mal, dann Relm, dann Strago. Und zwischendurch lasse ich Seles Karfunkel zaubern, weil im Endeffekt werden wir ihn dann so besiegen, dass wir Blitz und oder Eis auf alle uns selbst zaubern, weil er hat Reflektor oben, das heißt, wir können ihn nicht direkt bezaubern. Und noch dazu ist er immun gegen, oder er absorbiert sogar Feuer. Das heißt, wir müssen Blitz und oder Eis nehmen. So, ich glaube, jetzt haben wir dann bald die 6. Ja, Seles zaubert schon mal Blitz. Ich glaube, in dem Run geht sich's noch nicht wirklich aus. Also, ich habe da irgendwie etwas voreilig jetzt schon Eis 2 gezaubert. Ich hätte noch quasi ein paar Sekunden warten müssen. Ja, okay, macht er nichts. Ja, wir probieren das einfach in den zweiten Kampf nochmal. So ungefähr ist die Taktik auf jeden Fall. Das Problem ist, man muss das alles relativ fix ausführen, weil, ja, wir haben es gesehen, hier verurteilt gelernt, aber nicht Roulette, weil er hat es nicht angewandt. So, der ganze Kampf nochmal. Mit
fast identen Voraussetzungen. Ja, natürlich, wir können bei ihm auch nicht fliehen, also nicht, dass das so wichtig wäre, aber ja. Ja, wie gesagt, man muss das Ganze fix machen, weil man hat nur eine begrenzte Anzahl von Zeit durch verurteilt. Sollte einer von den Charakteren hier sterben, ist das nicht so wichtig, solange es nicht Strago ist, weil Strago ist ziemlich wichtig, weil er muss ja die Blaumagie im Endeffekt auch lernen. Also, das wäre blöd, wenn Strago hier als erster sterben würde, also durch Colette sterben würde, oder durch etwas anderes. Und Colette ist genau das, wonach es klingt, also es ist, gab's in den anderen Final Fantasies auch schon in meinen Let's Plays. Geht einfach durch alle Charaktere und alle Gegner durch und dort, wo stehen bleibt, der stirbt. Wir sehen es dann, glaube ich, bei Team Run sowieso bei Velm. Ich glaube, Velm wird da getroffen jetzt. Also das ist Roulette. Ist natürlich in dem Fall Velm nicht so günstig, also ich hätte gerne den Mob getroffen, aber das kann man sich ja nicht aussuchen. Ja, au. Na gut, na dann müssen wir wohl mit Blitz arbeiten. Und zwischendurch verliert Mock sogar sein Reflekt. Das ist natürlich auch nicht gut. Weil dadurch ist er nicht mehr geschützt vor Blitz, aber es geht sich dann im Endeffekt auch noch aus. Also. Und der Blitz, den er von uns abbekommt, ist nicht stark genug, um im Endeffekt zu töten. Deswegen bekommen wir für Mock hier auch noch die Erfahrungspunkte. Glaube ich zumindest. Ja, knapp, aber doch. Ja, genau. Ja, also er wäre jetzt in der nächsten Sekunde gestorben. Das ist ziemlich knapp geworden. So, und dann können wir einfach, wir haben jetzt genug Zeit, also es brauchen nicht mehr wirklich viel Zeit, um zum Ende zu kommen. Deswegen können wir Velm noch aufwecken und alle ordentlich aufheilen. Ob wir das mit Mock, Celeste, Realm oder Strago machen, ist ein bisschen egal. So, und da rechts haben wir auch schon das Luftschiff. Und wir wollen noch nicht runterspringen, sondern etwas warten, weil, ja... Wenn wir warten, bis nur mehr 4 Sekunden auf der Uhr sind, dann kommt auch noch Shadow mit. Und wenn man nicht auf Shadow wartet hier, dann stirbt Shadow und man kann nichts dagegen machen. Oder man kann ihn nicht wiederbekommen. Und wenn man einfach wartet auf ihn, dann kommt Shadow natürlich. So, wir sind auf dem Luftschiff, haben die Statue. Ich hoffe, Shadow hat die Statue. Oh. Was ist eigentlich mit Kefka passiert? Aber wenn die Statuen nicht auf ihrem richtigen Platz stehen, ist das doch auch nicht so wirklich gut, oder? Also ich weiß nicht, ob Erdbeben so toll sind. Oder öffnet sich sogar die Erde? Nicht mal die imperialen Truppen sind davor gefeit. Oh. Ziemliches Chaos hier jetzt auf der Welt. Seth sagt, wir sollen durchhalten, aber selbst das Luftschiff wird in zwei gerissen. Und alle fallen vom Luftschiff runter. Das ist ja natürlich auch nicht so optimal. Und überall sind Explosionen und au. Ja, ist nicht so toll, also. Ja, ganze Kontinente brechen auseinander. Da hat Kefka ganz schön etwas angerichtet. Ich kann schon mal verraten, die Welt hat sich durch das Ereignis dauerhaft verändert. Das heißt, viele Sachen, die vorher zugänglich waren, sind, oder fast alle Sachen, die vorher zugänglich waren, sind jetzt nicht mehr zugänglich. Und wie die Welt jetzt neu aussieht, wo wir aufwachen, ob wir nochmal aufwachen, wer überlebt hat und vieles mehr, sehen wir nächstes Mal. Allerdings erst nächste Woche bei Let's Play Final Fantasy VI. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.